Hallo liebe Zuschauer, hier sind wir wieder bei Mike spielt wieder irgendwas und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute zeigen wir mal ein etwas kontroverses Spiel und zwar The Inquisitor. Zum Fortsetzen Taste drücken. So, das ist eine Demo und gibt es im Rahmen des Steam Next Festes. Musik was leiser machen. Boah, die hatte ich schon eine Reise gemacht, aber die ist sowas von laut. So, The Inquisitor. Hier spielen wir einen Inquisitor und das ganze Spiel ist in einer alternativen, fiktiven Zeitlinie. Hier, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt am Anfang erklärt wird, weil ich habe das jetzt auch noch nicht gespielt. Wir gucken jetzt einfach mal ganz blind hier rein in das Spiel. Hier geht es darum, wir haben ein alternatives Christentum und spielt so 16. 17. Jahrhundert. Und dieses alternative Christentum hat sich daraus kristallisiert. Jesus ist am Kreuz. Nicht einfach so leidend gestorben, sondern hat gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt gibt's Rache und jetzt gibt's eins auf die Hucke und ist ein, ja, eine Art Rachegott geworden. Das Christentum hat hier mit Nächstenliebe gar nichts mehr zu tun, sondern es geht hier eher um Rache, Unterdrückung und so weiter. Das Ganze von einem polnischen Autor, gibt's auch als Buch und das Team hier hinter The Inquisitor hat das Ganze dann zum Anlass genommen, raus ein Rollenspiel zu machen. Und klingt eine interessante Idee. Ich mag so alternative Zeitgeschichten. Da kann man immer schön was spinnen, was wäre, wenn. Und die Frage ist, was hat man hier aus diesem Spiel gemacht? Und nur die Prämisse, okay, wir machen jetzt das Christentum mal ein bisschen anders. Okay, das kann natürlich schon spannend sein, aber inwieweit bringt das was in diesem Spiel? Und leider wurde von diesem Spiel auch schon einiges so berichtet, was nicht besonders nicht mehr so positiv war. Aber das kann man sich jetzt in dieser Demo mal selber anschauen. Und mal gucken, was wir jetzt hier erleben werden. Wir können das hier mal ganz neu machen. Also der Hauptcharakter arbeitet für die Inquisition und wir haben so eine Art Detektivspiel jetzt hier. Sie dachten, sie hätten Christus in der Hand. Dass sie ihn behandeln könnten, wie es ihnen beliebte. Und so folterten sie ihn und nagelten ihn ans Kreuz. Sie lachten, als er versprach, seine Rache würde über sie kommen. Doch er blieb seinen Worten treu. Die Erde, auf der sie standen, wurde getränkt von Blut. Die Städte, in denen sie lebten, wurden verzehrt von Flammen. Nach ihrer Niederlage suchten sie Zuflucht bei den Gläubigen. Sie dachten, sie wären dort sicher. Doch sie irrten sich. Die unerschütterlichen Inquisitoren, wahre Meister im Aufdecken von Feinheiten und subtilen Zeichen, verfolgten sie. Mit der Heiligen Schrift konnten sie die Ketzer bekehren. Mit Feuer reinigten sie die Hexen. Mit ihren Händen fällten sie die hinterlistigen Vampire. Im Namen Christi und zu seinem ewig währenden Ruhm. Okay, klingt ja schon mal sehr sympathisch. So, wir sind in Königstein 1533, also 16. Jahrhundert. Willkommen in Königstein, Meister Inquisitor. Mein Name ist Bertram, Hauptmann der Wache. Mortimer Madadi, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hessesrock. Man hat uns über eure Ankunft informiert. Ich muss zugeben, dass mich der Zweck eures Besuches überrascht. Ich glaube nicht, dass im Königstein ein Vampir sein Unwesen treibt. In dieser Gegend wurde schon seit einem Jahrhundert keiner mehr gesichtet und es gab auch keinerlei Anzeichen. Heißt nicht, dass es hier keinen gibt. Deshalb werden wir unser Bestes tun, um euch zu helfen. Soweit wir dazu in der Lage sind, versteht sich. Danke, Hauptmann. Ich befolge nur meine Befehle. Dank dem Bürgermeister, nicht mir.
Wenn ihr das gern persönlich tun möchtet, geht zum Jahrmarkt. Er ist heute dort, um Geld zu sammeln. Die Männer zeigen euch den Weg. Jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss nach den Außenposten an den anderen Toren sehen. Du hattest recht. Er ist ein Inquisitor. Hab ich doch gesagt. Ich habe die Insignien des Inquisitors sofort erkannt. Nur sie dürfen sie tragen. Verdammter Hundefänger. Still, Narr. Oder du bringst Unglück über uns. Mhm. Wir können dann direkt ein bisschen gemein anfangen hier. Wie habt ihr mich genannt? Ihr Lumpen? Was? Er hat es nicht böse gemeint, Meister. Das denkt er ganz und gar nicht. Haltet mich nicht zum Narren. Euer Kommandant wird davon hören. Er wird eure Bestrafung verantworten. Oh, tut es nicht, Meister. Der Hauptmann wird mich aus der Wache werfen. Ich flehe euch an. Habt Erbarmen. Ist heute nicht das Fest des siegreichen Christus? Wollte einem Inquisitor dazu verleiten, die Sünde der Barmherzigkeit zu begehen. Sünde. Oh. Okay. Wollt ihr mich verleiten, die Sünde der Barmherzigkeit zu begehen? Bitte. Ich tue alles für euch. Alles? Ich schwöre auf das zerbrochene Kreuz. Der Hauptmann erwähnte, dass zurzeit ein Jahrmarkt in der Stadt ist. Wo genau? Auf dem Marktplatz. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, Meister. Aber hütet euch vor Dieben. Diese Hurensöhne lauern immer in der Nähe der Stände. Seid ihr nicht die Wache und solltet dafür sorgen, dass es keine Diebe gibt? Wisst ihr was über einen Vampir? Sprecht, Lump! Was über einen Vampir? Angeblich treibt sich einer in dieser Gegend herum. Ich habe nichts gehört. Was ist mit dir? Ich auch nicht. Oh je. Jo. Und was passiert mit mir? Ich finde euch, wenn es nötig ist. Dann sehen wir, wie viel euer Schwur wert ist. Okay. Das war nicht hektisch werden. Okay, hier haben wir eine Art Tagebuch. Eigentlich eine Maussteuerung. Heute finden wir den siegreichen Christus. Und manchmal findet es in unserem Jahrmarkt statt. Den Königstern berühmt ist. Viele sehen aber wirklich so beeindruckend ist. Okay, was haben wir hier noch? Unser Charakter. Die haben wir jetzt also kennengelernt. Okay, soweit so gut. Ein Stadtwächter. Komischerweise sieht er hier anders aus als eben in dieser mehr oder weniger gelungenen Animation. Und der Vampir. Gut, den können wir jetzt noch nicht. Aber schön, dass er schon mal hier drin steht. Ein bisschen merkwürdig, okay. Heilig Offizium sandte von Königstein, um Nachforschung, um einen Vampir anzustellen, der dort sein Unwesen treiben soll. Also das, wie gesagt, ein bisschen eine Vampirgeschichte. Ja, okay, auch ein bisschen eine Vampirgeschichte, aber ich weiß, eine Detektivgeschichte. Und wir müssen hier herausfinden, gibt es einen Vampir und es wird aber noch weitere Mordfälle geben. Wie hängt das alles zusammen? Ist es eine Verschwörung? Das klingt alles schon mal so recht spannend. Nur so, ja, wie das so gemacht ist, ist so eine Sache. Also jetzt die Animationen waren eben schon und die Charaktermodelle. Da muss ich sagen, da sah Starfield ja noch geil aus gegen. Puh, auch reden die andere Sachen, als sie unten im Text sagen. Und die Synchronisation ist okay. Ich meine, ja, es ist schön, dass es eine deutsche gibt. Das ist auch nicht üblich, muss man sagen. Da haben sie schon mal, ja, vorbildlich sehr gut gemacht. Nur hat man da wahrscheinlich auch nicht so das Geld gehabt wie jetzt die Top-Sprecher. Das ist schon so eher semi-gut, sagen wir mal so. Und er hier ist auch sehr merkwürdig. Die Augenpartie wird anscheinend überhaupt nicht so wirklich animiert, habe ich so das Gefühl. Vor allem, wenn er spricht und er starrt nur finster die ganze Zeit in die Gegend, das macht natürlich jetzt nicht gerade einen hohen Sympathie-Level aus. Na gut, den will man vielleicht erstmal so präsentieren. Aber so wird man mit der Hauptfigur auch nicht so wirklich schnell warm, ne? Muss man ja mal sagen. Jetzt gucken wir uns mal die Gegend hier so ein bisschen an. Alles mit so einem Filter drüber, so ein bisschen dunstig. Sieht aber schon richtig schon ein bisschen, naja, abgeranzt und schmutzig aus. Hm, lecker alter Fisch von vor einer Woche oder so. Ist ja auch eine Karte oder sowas. Minimap, keine Ahnung. Betenleitung. Was?
Gebete, um Orte und Objekte zu sehen, die für dich von Interesse sind. Das Gebet leitet dich, indem deine Lichtstrahl auf dein nächstes Ziel wirft. Aha. Also, muss ich da länger hinhalten? Okay, da wissen wir, da hinten. Naja, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, hätte man auch anders machen können, aber gut. Ja, das sieht ein bisschen aus so PlayStation 3 Niveau. Zünde die Motivkerzen dran. Dünne, dünne. Heute feiern wir das Fest des siegreichen Christus. Ja, ist doch gut. Christus würde wahrscheinlich mit einem Gebet auskommen. Preiset doch sollte man die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Gott nicht ungenutzt lassen. Was ist das hier? Irgendein Problem hier, mein Freund. Warum sehen die alle so komisch aus? Aufgeblähte Figuren immer. Bittet und seid dankbar für die Gaben. Die Rüstung sieht gar nicht wie eine Rüstung aus, sondern eher wie so weiche Klamotten. Ne? Hat auch keinen Sinn. Meine ich, sehr lästig, der Typ. Gucken wir mal, was wir hier haben. Die Stunde der Vesper naht. Danke für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde. Und lobet den Herrn. Danke für die Unbarmherzigkeit. Das ist ja schon krass. Heute feiern wir das Fest des siegreichen Christus. Mein Gott, wie laut ist der? Hat der Megafon oder was? Halt doch mal die Klappe. Oh, was? Belästigung. Preiset sein blutiges Werk. So ein richtiger Mückenfuhl hier, so mitten in der Stadt, sehr schön. Ja. Hier würden wir doch auch gerne wohnen. Ja. Hier ist schon so ein Ding. Ne, jetzt reicht aber. Jetzt einmal reicht, glaube ich. Okay, dann schon gibt es hier überall diese Betgeschichten. Müssen wir aufpassen, dass einer so einen Nachttopf hier auf uns ausleert. Oh, was ist denn hier? Kommt jetzt ein Nachttopf? Oh, ein Dieb! Bei den Nägeln und Dornen. Er hat mir mein Schersten gestohlen. Was ist das? Ah, Quicktime-Events. Okay, ach du Scheiße. Okay, gehen wir mal weiter. Das ist eine kleine Lump. Kann ich hier drüber? Nee. Da kann ich nicht drüber springen. Okay. Genau, wir verlieren Zeit. Gute Idee. Boing. Was ist das jetzt? Ah ja, da laufen wir mit dem Schädel dagegen. Wow. Der verfluchte Knabe ist entkommen. So sei es. Ich erwische ihn schon noch. Hm, lecker. Hallo? Ja, das ist ein unangenehmer Ausschlag. Wissen Sie das? Ja, merkwürdig aus. Okay. Schöne Stadt. Schön. Auch. Wäre ich jetzt auch schon ein bisschen steif hier. Nette Leute hier auch. Aha. Oh Gott. Gut, gut. Mal hier hoch. Bringt mir das was? Nee, sieht so aus. Das rennt da wie bekloppt. Eben ist er gegen den Pfahl gelaufen. Sie einen kleinen Jungen gesehen? Lump, rede mit mir. Okay, das, ja. Jesus war ja okay. Was haben wir hier für Probleme? Ah ja, auch das Frühstück gehabt heute. Oh, nett. Was haben wir hier? Wegweiser! Aha! So funktionieren Wegweiser. Gut, dass ich das jetzt weiß. Hafen, Markt, Gasthaus, Palast, Gräfin, Docks, kein Bordell. Oh, das wäre mal interessant. Fischmarkt und Arena. Aha, aha. So. Was ist mir eigentlich hin? Ah, da hinten. So, also in der Stadt ist ein Jahrmarkt bestimmt extrem lustig. Balken, die Häuser nicht umkippen oder was?
Minimap wäre einfach hilfreich, dass diese Beterei, aber gut. Sackgasse oder was? Das sind merkwürdige Leute hier, so Staffage alles. Teilweise nicht mehr richtige Gesichter irgendwie, sieht das aus. Okay, das habe ich auch schon mal besser gesehen. Naja gut, hier können wir auch noch mal beten. Ach, hier ist der Jahrmarkt oder was? Dafür muss man jetzt extra einen Zwischensequenz machen. So, ja, Mark, jetzt wird es bestimmt lustig, fröhlich und schön. Oh, hier gibt es auch gemauerte Häuser. Mhm. Ist ein Pferd los? Das ist auch nicht gesund, oder? Okay, dann haben sie versucht, eins zu machen. Pferde sind ja schwierig zu modellieren in Spielen, darum lassen sie die meistens weg. Die Leute sind immer irgendwie, sind die alle krank oder was? Was ist hier für ein Problem? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Du musst ja lösen oder so? Nee. Schöne Tür, ja, ist solide, aber ich fühle mich davon jetzt nicht so angezogen. Ich glaube, die Frau ist ein bisschen verrückt oder was? Oh, wow. Ja, was gibt's hier? Kerzen. Wow. Frisch gezogen wahrscheinlich. Und Motivbildchen. Sehr schön. Sehr vorbildlich. Gute Christen. Rote Christen. Immer schön böse sein. So, hier auch. Ja, gut. Kerzen. Das ist wahrscheinlich hier so das Ding. Das sind immer hübsche Häuser hier. Ja, so ein bisschen ein Hauch Barock schon hier. Gibt's eigentlich nur Kerzen, wie es aussieht. So, das lässt man einfach mal so liegen. Klar. Das Pferd ist auch krank, oder? Das ist, kann man ihm helfen? Was ist das? Guten Tag. Hallo, wie geht's hier? Färbung ist hübsch, aber das Modell sieht furchtbar aus. Okay, gut. Ja. An alle Wagemutigen, die keine Herausforderung scheuen. Wir veranstalten ein Turnier, um die Gunst der Königin des letztjährigen Mummenschanzes zu gewinnen. Der Gewinner hat die Ehre, die schöne Liliana während des Mummenschanzes zu unterhalten, der morgen wie üblich nach dem Vespergottesdienst beginnt. Jeder kann sein Glück versuchen. Die Teilnahme kostet nur einen Silberengel. Greift in eure Taschen! Das gesammelte Geld wird für den Bau eines neuen Denkmals für den siegreichen Christus verwendet, das majestätisch genug ist, um die Pfutscharbeit von Schwibus in den Schatten zu stellen. Sieh an, der Inquisitor persönlich beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Was ist mit deiner Medaille los? Ich freue mich, euch zu sehen, Meister. Ich bin Guido von Herzen, Bürgermeister der Stadt. Sehr erfreut, Bürgermeister. Wie ist euer Name, Meister? Mr. Igor. Mortimer Madadin. Mortimer. Das werde ich mir merken. Gesandte des Heiligen Offiziums besuchen uns nicht oft. Ich hoffe, Hauptmann Bertram hat euch gebührend empfangen. Sieht der aus, als würde ihm gleich das Gesicht explodieren? Durch und durch. Er scheint zuweilen unverblümt und rüpelhaft, doch habe ich noch keinen besseren Soldaten getroffen. Sein Verhalten war angemessen für einen Kommandanten. Er machte euch keine Schande. Ausgezeichnet. Ich werde gerne später mit euch sprechen, aber jetzt muss ich mich um eine bestimmte Angelegenheit kümmern und natürlich um das Turnier.
Ich möchte euch nur für eure Hilfe bei der Suche nach dem Vampir danken. Wenn ihr mir wirklich danken wollt, dann nehmt an dem Turnier teil. Ihr würdet Geschäft und Vergnügen vermischen. Ich sollte meine Zeit nicht mit unnützen Späßen vergeuden. Obwohl, da es um ein Monument für den siegreichen Christus geht. Das ist ein schönes Monument, ja. Setzt meinen Namen auf die Liste. Ich bin so glücklich. Die anderen Teilnehmer sahen unerträglich langweilig aus. Aber ihr seid etwas anderes. Das ist mir sofort aufgefallen. Der ist weniger langweilig, der einigen langweiligen hier. Okay. Ich bin wahrlich nicht gewöhnlich. Ja, ich bin wahrlich nicht gewöhnlich. Ihr seid der König. Euer Dekolleté sieht auch nicht so gewöhnlich aus. Vielen also Dank. Also ist es wichtig, dass ihr auch die richtige Kleidung tragt. Nicht weit von hier gibt es einen Händler, bei dem ihr ein Kostüm kaufen könnt. Kauft euch eins. Auch wenn es nur eine Maske ist. Ich kümmere mich um meine Besorgungen. Wir sehen uns später. Neuer Tagebucheintrag. Die Teilnahme am Turnier ist freiwillig. Wenn du die Spielmechanik lernen willst, finde drei Wettkampforte und erfülle Aufgaben. Eieiei, okay. Da sind wir die zwei Typen, die da rumkotzen. Die haben sie wahrscheinlich einmal programmiert und dann in jeder Ecke hier ein Spiel angebaut. Okay. Ah ja, hier gibt's ein Kasperltheater. Kasperli! Auf Golgatha angekommen, blickte der Centurio, der die Legionäre befehligte, auf Jesus und sprach: Steig auf das Kreuz, das ich für dich aufgestellt habe. Was selber? Jesus gehorchte dem Befehl, denn er wollte nicht, dass die Arbeit des Centurios umsonst gewesen wäre. Natürlich. Allerdings war seine Zeit am Kreuz nur kurz. Es ist ziemlich ungemütlich hier oben. Er sehnte sich nach seiner Freiheit, also brach er das Patibulum und sprang zu Boden. Du hast mein schönes Kreuz zerstört! Das wirst du büßen! Der Centurio stürzte sich mit dem Schwert in der Hand auf den Messias, aber Jesus ließ ihn nicht zuschlagen. Wer das Kreuz erhebt, go, stirbt Jesus, durch das go. Kreuz. Er ergriff den gebrochenen Arm des Kreuzes und schlug zuerst zu. Das ist richtig. Kaiser Tiberius wurde zornig, als er das erfuhr. Da. Okay. Er beschloss, sich persönlich um Christus zu kümmern. Ja, wie man das als Kaiser macht. Ja. Du hast meinen treuen Diener getötet. Er hätte nur einen Das wird dich deinen Kopf kosten. Das schwöre ich. Hier ist meine Bezahlung. Jesus schnappte sich das Schwert des Centurios und schlug Tiberius den Kopf ab, womit der Schwur und die Zahlung mit diesem Kopf erfüllt waren. Oh, das ging schnell. Wer ist der Vogel da jetzt? Der Kaiser ist tot. Lang lebe Jesus, der Siegreiche, unser Herr und ewiger König. Ja, die Opportunisten kommen und auch schon. So hat Christus den Thron des Reiches erobert. Tada! Ja, alter Falter. Ja, gut. Das Christentum, so wie man es kennt. Ja, immer überall beliebt. Damals. Kreuzzüge und so. Was hier? Endlich ein Gegner! Endlich ein Gegner? Ich war schon dabei, Wurzeln zu schlagen. Dann schlag doch Wurzeln, aber nicht mich. Was? Okay. Können wir jetzt hier rumfechten oder was? Warum sieht immer so verkniffen aus? WSD, leichter Angriff. Wehrt er sich auch? Blocke. Okay. Groß ist eure Deckung. Kampf schwerer Angriff. Mhm. Merde. Oh, bitte. Pardon. Ausweichen mit Space. Gut. Und jetzt nochmal einen über die Rübe hauen, den Vogel. Im Wieso französischer Simba. Ich soll hier ausweichen oder was? Na gut, wenn das so toll, dass du willst. Hallo. Jetzt greif an, Blödmann. Kampf perfekte Parade. Perfekte Parade ist ein mächtiges Manöver, das den Gegner taumeln lässt. Ich taumel hier auch gleich. Nochmal.
Merde. Genug. Zeit für einen echten Kampf. Sacre bleu! Ich treffe selten auf bessere. Ihr habt mir eine wertvolle Lektion erteilt. Das ist ja doch nicht gewährt, du Idiot. Was ist das für ein Tab? Okay. Oh Gott, das ist furchtbar aus alles. Entschuldigung. Ja. Hübsche Piken. Guck mal, für unterwegs noch mitnehmen. Sehr schön. Ah, Kerzen. Oh, die haben auch richtig viel Spaß, die Leute hier. Ja, Marc. Spaß. Oh Gott. Wieder so ein fetter Wachkerl. Warum sind die alle so dick? Nochmal essen die nur Würst den ganzen Tag? Das ist dasselbe wie eben. Sind die alle geklont? Dann haben die Feelingsbrüder oder sowas hier. Keine Ahnung. Da liegen mal ein paar Leute, die tanzen. Okay, allein für die Nummer hier müsst du dann. Bist du auf den Schalter auf? Ne, die ganze Gruppe kommt, die muss weg. Das bringt nichts. So, dann hier. Hier wird hier irgendwas. Ja, mein Gott. Kopf ab und weg. Was soll das? Da sind noch mehr von denen. Lauschen. Ah, wir können lauschen. Liebe denn hier Schönes. Ja, leider kann keiner was zu sagen. Dann sieht das auch nichts, oder? Alter Falter. So. Das Tagebuch. Was haben wir denn hier für Blabla? Geheimwaffe. Spuren. Schersken. Mhm. So, die haben jetzt schon Liliana, die seltsam animierte Frau, die uns schon animiert hat. Eine selbstbewusste Kokette zu sein und ihre Schönheit lässt sich nicht leugnen. Darüber kann man diskutieren. Es wundert kaum, dass man sie zur Königin des Mohrenschanzes gekoren hat. Okay, Männer fangen zu sabbern an bei ihrem Anblick. Mhm. Ja. Guido von Herzen. Hier sieht er zumindest besser aus als in echt hier. Der kleine Dieb. Ein in Lumpen gekleidetes Kind erschien aus dem Nichts und stahl meinen Beutel mit Schersken. Okay, finde eine Nadel im Heuhaufen. Was soll man denn überhaupt machen? Ne, okay. Der Pfahl wirkt schwer und sperrig. Ne, finde den Kostümstand. Okay. Ups. Ja, keine Ahnung. Okay, wir laufen mal so ein bisschen hier rum. Aber schön ist das alles nicht, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen hier. Also so Gebäude und alles, das ist okay, aber sonst. Die Figuren sind alle einfach so ganz furchtbar. Hey Kinder, habt ihr Gerede über einen Vampir gehört? Ein Vampir? Was ist denn das? Ein Ungeheuer. Oma sagt, es hat lange Reißzähne und kann fliegen. Und es trinkt gern Blut. Mal für den Satz hat er auch lange geübt. Wie vor Blut? Ja, weil es keine Cola hier gibt. Mein Gott. Was ist das denn für ein Dialog? Lange zu leben. Also ist mein Opa vielleicht ein Vampir? Er muss hunderte von Jahren alt sein. Ach du Scheiße, wird die synchronisiert. Ja, das ist natürlich schlau, sowas zu sagen, wenn dann ein Inquisitor vor dir steht, du dummes Kind. Das ist ja furchtbar, okay? Na gut, was soll's. Warte, bist du für ein Vogel? Die Stadtkasse muss wohl leer sein, wenn ihr das Geld persönlich auftreiben müsst. Ach, der wieder. Nein, Meister Mardakin, so schlimm ist es auch nicht. So furchtbar aus. Das Feiertagsturnier und die Spendenaktion sind einfach alte Bräuche. Leider verarmen die Bürger Königsteins immer weiter. Es gibt immer weniger Wagemutige, die mitfeiern wollen. Und in diesem Jahr ist unser Ziel wirklich hochgesteckt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Mittel ausreichen, die wir aufbringen können, um es zu erreichen. Sicherlich wird der Kardinal eure Finanzen aufbessern. Schließlich geht es hier um den Bau eines Denkmals für den siegreichen Christus. Genau, der siegreiche Christus. Ach, ich wünschte, ich könnte dann das Anschluss glauben. Hören Sie noch das Leider Wetter. Setzt seine Eminenz ja, Dingen synchronisiert. Verschwendung gleich.
Alter Falter. Und dann muss ich Ihnen auch sagen, dass meine Unterhose total juckt, aber ansonsten ist es auch Ihnen auch egal. Den habe ich auch schon 6 Mal hier gesehen, weil es immer dieselbe Figur ist. Guten Tag. Das ist alles so geil animiert hier und hier vor allem die Synchronisation. Anheben, ihn senkrecht zum Ende der weißen Linie bringen. Das wird am Hals. Und ihn dann in das Loch dort stecken. Was? Ich stecke keinen Pfahl in ein Loch. Wenn ihr den Pfahl auf den Weg fallen lasst, das? Müsst ihr wieder von vorn anfangen. Ach, muss ich das? Wie gibt's davon? Mit der hier? Geh mal weg, du Tölpel. Wasch dich mal. Der hat auch so einen komischen verrenkten Hals. Ja, vielleicht kommt zu der Arbeit. Guck mal, der macht's da hinten gerade mit dem Kälbchen, glaube ich. Schaut nicht dahin. Was soll man jetzt hier machen? So, Leuten. Was soll das denn? Verfluchte Scheiße. Was ist das denn für ein bescheuertes Spiel? Meister, versuch okay. Das noch einmal. Aha. Okay, ja. Wow. Okay. Aber nicht mit den Ziegen, ne, Leute? Das ist Sodomie, okay? Puh. Das ist ja alles furchtbar. Was ist das hier? Was ist das hier? Kirche oder Rathaus? Rathaus? Mal da rein. Hallo, jemand zu Hause? Ich bin noch mehr von diesen Typen rum. Der wird die wirklich alle gleich. Okay. Was hast du hier zu tun? Nix. Gut. Super Job. Komm, du wirst bald frei, sag mir Bescheid. So, kann man hier oben ein paar Bilder klauen oder sowas? Ach, dann kann ich natürlich selber so ein. Ja. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schöne Holztexturen. Kassettendecke. Ah ja, guck mal an, hier so Bilder. Sieht so wirklich noch 16. 15. Jahrhundert aus. Okay. Hier ist zwar die Tür auf und kann aber nicht rein. Ist irgendwo Loot. Jo. Hier kann man nichts machen, aber sieht zumindest nicht schlecht aus. Also das ist noch das Beste, was ich bisher gesehen habe hier von der Grafik. Eieiei. Tja. Hier raus? Nee. Wir stehen überhaupt hier. Hat gar keinen Sinn. Sind ja alle Jobs doppelt besetzt oder was? Auch nicht rein. Gut, kann man nichts klauen, die sind so viele Wachenklone. Wir sind Inquisitor, wir dürfen alles beschlagnahmen. Im Namen des unbarmherzigen Christus, ganz einfach. Ansonsten gibt's ein paar auf die Mütze. Und Sie? Den Vampir gesehen? Schreiben Sie mir eine Nachricht, wenn Sie einen Vampir gesehen haben. Vielen Dank. Ich hätte das auch synchronisieren können. Hey, gelenkig. Cool. Ja, es gibt da nichts Schöneres als einen witzigen Jahrmarkt. Schöne Stimmung hier. Kein Wunder, dass hier niemand depressiv ist in dieser Stadt. Ja, genau. Immer schön drauf. Lass endlich das arme Kalb in Ruhe, Ferkel. Wie so ein bisschen. Willst du ja jetzt nicht laut sagen, ein bisschen hackenkreuzmäßig aus auch, ne? Naja. Ist ja nicht der gleiche Typ, der eben da schon gesessen hat, immer so. In so ein Leib Brot beißt, oder was ist das da überhaupt? Oh, schmeckt nicht so, ne? Okay. Oh, Kerzen. Da kommt wieder so ein Wache-Klon. Und den haben wir schon. Also weiß ich nicht. Okay. Das hat man auch schon. Ist das alles hier, wenn es nicht Vergnügungen gibt? Also sind es mal keine Kerzen. Gibt's hier? Wollen wir das Bordell nochmal? Hm.
Hafen. Hm. Kathedrale geht's da lang. Okay. Muss ich da mal so lange drauf drücken? Hm. Ah ja, das Stadttor. Nochmal so ein kaputtes Pferd. Ja, das geht zumindest. Und der Kopf, was komisch aussieht. Was hat die für eine Bude? Warum muss die bewacht werden? Man weiß nicht. Danke für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde, oh Herr. Mhm. Ja, okay. Kerzen sind wichtig hier. Du willst denn jetzt hier nochmal was? Mit so einem blöden Fehlen. Das ist das. Ja, ja. Mit der Bieterei auf, das nervt. Der Engel, der mich beraubt hat. Ah. Ein Dieb! Er ist da lang! Er hat meine Geldbörse! Na was? Verfolge den Dieb. Ah, guck mal, der kleine Rotzlöffel riecht nach fauligem Fisch. Der Schuft muss in Parfum gebadet haben, damit ich den Geruch verliere. Hä? So logisch. Jetzt? Ist er den Gestank losgeworden? Hab dich! Das ist er nicht. Lasst mich los! Das tut weh! Oh, der Bauch regt nein. Cool. Zeig mir erst deine Hand. Was hast du aus dem Wagen genommen? Es ist nur ein Apfel. Wie heißt du eigentlich? Und wo sind deine Eltern? Ich heiße Amelia. Und meine Eltern und Geschwister sind tot. Sie starben alle vor 2 Jahren an der Pockenplage. Und wer kümmert sich jetzt um dich? Niemand. Ich brauche niemanden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay. Indem du stiehlst? Ich war hungrig. Du wirst dir nicht mit irgendwas den Bauch vollschlagen. Was wollt ihr mit mir machen? Mich den Wächtern ausliefern? Kind, such ein anderes Spiel, wo du mitspielen kannst. Hier, der Job ist nichts für dich. Diebstahl verdient Bestrafung. Genau. Du auch nicht gezüchtigt Diebstahl hier. Diebstahl muss bestraft werden. Aber Christus sagte, nehmet und esset, ihr, die ihr Hunger kanntet. Deshalb habe ich dieses Land erobert. Also geh und iss dich satt. Bett? Okay. Boah, die ist ja schwer begeistert. Ja. Jo, ist, hallo. Mhm. Was ist hier? Sehr geehrte Einwohner von Königstein, wir möchten euch bitten, von jeglichen Eingriffen in die Sanierung des Wohnhauses abzusehen. Der Bauunternehmer ist sich eurer Bemerkungen nachfragen bewusst und spöttische Rufe in Richtung der Arbeiter werden den Fortschritt nicht beschleunigen. Mhm, okay. Sammelobjekt. An vielen Orten in Königstein findest du Sammelobjekte in Form verschiedener Notizen oder Briefe. Je mehr du davon findest, desto mehr Extras bekommst du. Die Extras werden im Hauptmenü verfügbar.
Okay, aber will ich das überhaupt? Gut, unfähige Handwerker gab es auch früher schon. Okay, so, was? Wo bin ich jetzt hin? Kostümstand. Der Blödmann wieder, okay. Jesus Maria. Da steht noch, wie sich alle besaufen. In der Gegend hier. Auch gerne besoffen. Und doch hier, ne? Mach den Weg, Gesindel! Hier kommt der Meister Inquisitor. Hosen. Was kann ich für euch tun? Hübscher Hut. Noch Inquisitor? Tiefer. Ach, dann sind wir ja Kollegen. Mein Name ist Roland, Meisterscharfrichter. Oh, eine Fortbildung zum Meister macht. Gar nicht mehr so schlecht. Wir sind keine Kollegen, du Abschaum. Na gut, wir sind mal nett. Mordemar Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hessesrom. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt zum Verlies. Ich habe dort ein paar Spielsachen, die euch die Arbeit sicher leichter machen. Ordentlich foltern. Nun, coole Sache. Händler, ihr habt genug meiner Zeit verschwendet. Mach ich gerne am Wochenende. Habt ihr etwas für den Scharfrichter? Hier sind die Maske und das Kostüm des fidelen Scharfrichters von Tianon. Der Schlechter, der vor ein paar Jahren von der Bildfläche verschwunden ist? Er war ein Teufel, also haben ihn die Teufel unter die Erde gezerrt. Bestimmt tanzt er gerade in der Hölle, während wir hier sprechen. Hoppalapap! Verpiss dich oder ich verpasse dir eine Tracht Prügel! Das ist nicht so unhöflich. Wie kommt die Maske des fidelen Scharfrichters von Tianon an den Stand eines Händlers? Seht sie euch an, Inquisitor! Wunderschön, nicht wahr? Mhm. Zieh es an, und es wird dein Gesicht auf jeden Fall besser. Dann haben wir jetzt ein Problem. Was hast du da, Freund? Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Vision hatte. Warum sollte Christus mir jetzt eine schicken? Was wollte er mir sagen? Und wie wird das Wetter morgen? Was ist mit euch, Inquisitor? Ihr scheint um Worte verlegen zu sein. Ich wette, ihr würdet gerne das Kostüm des fidelen Scharfrichters für euch kaufen. Nichts da. Ich war zuerst hier. Ich nehme lieber den fidelen Inquisitor. Er bezahlte mit Gold, das er von einem auf dem Schafott bekam. Ich sah, wie der Ärmste mit einer Münze um einen sauberen Schnitt bettelte. Wie meint ihr das? Hat er nicht 3 Schwünge gebraucht, um den Mann zu enthaupten? Der Schlechter schwelgt in Grausamkeit. Angeblich hat er seinen Posten als königlicher Scharfrichter verloren. Es ist besser, du nimmst dir das Leben, als dass er dich in die Finger kriegt. Ja, oder du spielst hier weiter. Woher habt ihr die Tracht des fidelen Scharfrichters von Tianon? Ich kannte ihn und weiß, dass er das Narrenkostüm für ein schändliches Symbol der Entartung und Brutalität hielt, weshalb er es versteckte. Keiner wusste, wo es war. Mhm. Ich habe es gekauft, Meister. Keine Lügen, oder Wagner landet an den Pranger, du Lump. So. Lügt nicht, sonst endet ihr am Pranger. Ich werde euch alles sagen, Meister. Tut mir nicht weh. Eine alte Frau hat es mir verkauft. Ich traf sie auf dem Weg durch den Wald. Ich sah, wie ihr Hund das Gewand des fidelen Scharfrichters ausgrub. Da ich den Mann schon oft gesehen hatte, erkannte ich die Maske sofort. Ich habe gut dafür bezahlt. Das soll jetzt noch glaubwürdiger sein als das andere? Eure Worte stinken nach Lügen. Es war so, wie ich sagte. Ich schwöre es. Ich finde die Wahrheit raus, so oder so. Kann ich ein bisschen foltern lassen? Oder ich so? Komme wieder, wenn ich merke, dass ihr mich zum Narren gehalten habt. Ja, der hat ja Angst. Okay. Beten, Hinweisbeschaffung. Durch Beten kannst du aufdecken, was hinter den Schleier verborgen ist. Eieiei. Okay. Soll ich das jetzt machen oder was?
Schnierchen, Brüschni, Brüschni. Was lande ich hier noch? Haben wir was gefunden? Das ist das Halsband aus meiner Vision. Das sieht aus wie eine Hundedecke. Aha. Wenn ich mich recht erinnere, nannte die alte Dame ihn Freund. Es ist einen Versuch wert. Freund! Halt's Maul, Köter! Oder ich schaue dich so, dass du nicht mal mehr die Kraft hast, deine Pfoten zu lecken! Das ist ein Idiot. Lass ihn in Ruhe, du Balk! Lass ihn in Ruhe, Balk. Der Herr behandelte Tiere mit Liebe und Respekt. Es wäre klug von dir, das Gleiche zu tun. Nehmt ihn, Meister. Papa sagte, ich solle dem Hund Disziplin beibringen. Ich habe nur getan, was er mir befahl. Hm. Ja. So, nehmt das. So. Allein für deine schlechte Animation. Dann sieht der jetzt anders aus. Okay. Ah, ich bin noch nicht fertig. Moment. Dies für deine Sünden. Ist das bekloppt? Okay, ja, gut. Haben wir das auch. Los, Freund. Du kommst mit mir mit. Schöner Hund. Jetzt. Jetzt haben wir einen Hund, okay. Auch die ist nicht wirklich schön gemacht. Oh Gott, hier diesem irgendwie, also weiß ich nicht. Das Rathaus sah von innen noch ganz nett aus, aber alles andere ist einfach potthässlich. Ich weiß nicht warum, aber... Na gut, gucken wir mal. Können wir den streicheln oder so? Braves Hundi. Kannst ja nichts dafür, dass du in diesem Spiel hier bist. Naja, tatsächlich. So, lass dir das eine Lehre sein, du! Nicht mit mir. So, kurz mal hier hinsetzen. Oh, Mann, oh Mann. Lauschen, anvisieren. Und mit dem Lauschen zu beginnen, such dir ein geeignetes Ziel und visiere es an. Das heißt, er habe besoffen auf die Stiefel seiner Eminenz gepinkelt. Gut, dass er nicht reingeschissen hat, sonst hätten sie den armen Kerl gefoltert. Die haben ihn geköpft, ohne ihn zu foltern. Was ist das für eine dilettantische Art hier? Okay, das ist schon... Ach, der ist eben am Schmutz. Habt ihr hier das Milchkannen gesehen? Ja klar, so große habe ich noch nie gesehen. Ich habe gehört, sie bumst gerne, aber nur auf die spanische Art. Was ist denn das für eine Art? Keine Ahnung, ich war noch nie in Spanien. Ich werde uns... Nicht gesehen. Eben war er noch hier. Da, er hat sogar etwas Mehl zurückgelassen. Okay. Noch mehr zu sagen außer Milchkannen? Das Milchkannen gesehen. Oh Gott, das kann ich mir nochmal anhören. Ist hier noch irgendjemand? Ja, das reicht auch, oder? Komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, top. Alter, Falter, wird euch jetzt schlecht. Gut, ja. Sehr schön. Beton, Gerüche oder Fußabdrücke zu erkennen. Was ist hier jetzt schon wieder?
So. Fußabdrücke. Okay, wir sind auch ein Trüffelschwein und gucken hier. Warum ruckelt das? Das ist so ein beschissener Grafik, aber es ruckelt. Ich will hier so einen Klon. Ach, guck mal an. Oh Gott, wie sieht denn aus? Okay. Was ist passiert, Junge? Was? Seht ihr das nicht? Drei Nichtsnutzer haben mich nahe dem Marktplatz überfallen. So, das sieht immer so aus. Die schlugen mich blutig und raubten mich aus. Sieht der Hals komisch aus. Ein Schwert des Herrn, was machst du denn hier? Alle suchen nach dir. Ich hab kein Mehl, Herr Bürgermeister. Ich wurde auf dem Weg zum Markt überfallen. Sie haben das Geld, die Säcke und sogar die Schubkarre genommen. Verflucht! Diese Hurensöhne sollen sich blutig scheißen. Verzeiht ist meine mit seiner Kette los. Meister. Da versucht man etwas für die Stadt zu tun, hat hehre Ziele, aber man kann einfach nicht gewinnen. Nun gut. Mhm. Nun gut. Okay. Also das ist schon alles ein bisschen schräg hier. Das ist der mit seinem blöden Pfahl. Oh Mann, was für ein schöner Hund. Wie heißt er denn? Freund. Hör auf, Freund. Hör auf. Die Haare sehen ja furchtbar aus. Er mag dich. Er gehört dir. Er mag dich. Er gehört dir. Wirklich? Freu dich. Kümmere dich gut. Hörst du das, Freund? Kommst du mit mir? Ich danke euch. Los geht's. Das ist Amateursprecher alles, okay, aber... Oh, wenn sich das nicht vorher mal anhören können... Oh, was haben wir hier noch? Okay, du siehst hier immer so einen alten... Ich weiß nicht, ob ich in die Unwelt will hier. Die für ein Problem? Hat die nicht eben schon mal irgendwo rumgestanden? Okay. Da sieht man das an. Was ist hier los? Es gibt eine Nadel, die irgendwo im Heu versteckt ist. Ihr müsst sie finden. Das sind doch alle. Ich frage mich, in welchem Heuhaufen? Wozu? Also, soll ich den Rechen über die Rübe ziehen und einfach alles anzünden oder was? Das wäre am einfachsten. Ihr könnt die Werkzeuge benutzen, die ihr auf dem Tisch seht. Diese Aufgabe ist völliger Blödsinn. Was soll ich wählen? Alexander der Große hat sich nicht die Mühe gemacht, den gordischen Knoten zu entwirren. Er hat ihn einfach durchgeschnitten. Soll ich das Heu mit meinem Schwert zerhacken? Unwahrscheinlich. Seid ihr irre? Es ist nur ein Heuhaufen, nicht euer bester Freund. Die Sonne scheint. Nehmt die. Und was willst du hier, hm? Weg mit dir. Mach schon. Okay, ja, sehe ich schon. Es ist das, ne? Und so ein komisches Interface. Merkwürdig. Wofür haben wir eine Maussteuerung? Oh. Der Frechdachs meinte wahrscheinlich die Lupe. Sie hatte recht. Es wäre am einfachsten, das verdammte Heu zu verbrennen. Ich habe einfach den ganzen Ort anzuzünden. Wie hätte denn die Lupe? Was soll das? Das ist ja bescheuert. Ja. Da ist sie. So, die Bude brennt. Krieg ich jetzt einen Preis oder was? Hallo? Das war's jetzt, oder was? Ja,
Seite, ey. Hier noch. Hier kann man nochmal beten. Was ist eigentlich diese Kirche hier? Ist hier? Das ist nur das da. Okay. Oder? Hat das irgendeinen Sinn, wenn ich jetzt nochmal bete hier? Oder Jesus beschimpft oder was auch immer, was man hier macht? Nochmal eine Kerze anzünden. Vater unser aller König, nimm uns unsere Schwäche, damit wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Und ziehe das Böse aus der Finsternis, damit wir es in deinem Namen besiegen können. Amen. Okay, jetzt sind wir in einer anderen Welt irgendwie. Die Unwelt. Du bist in der Unwelt, in die Unwelt gekommen, um die Wahrheit aufzudecken. Dein Leben hängt von dem Licht ab, das hier von dir ausgeht. Wenn du es verlierst, stirbst du. Okay. Ja, was ist das hier? Ruckelt aber hier, okay. So, warum wir jetzt irgendwo in so einer Parallelwelt sind, wissen wir allerdings nicht. Das wird jetzt nicht erklärt. So, soll ich jetzt hier nochmal beten? Sieht hier so ganz anders aus. Splitter. Die Lichtstrahlen, die während des Gebets sichtbar sind, zeigen dir die Standorte des Splitter. Wenn du sie alle sammelst, wirst du Visionen des Heiligtums erleben. Oh Gott. Okay. Die hat das Radio angelassen, Gott. Der Lichtquelle ist ein Ort, an dem du dich verstecken kannst. Aktiviere ihn, um Licht aus ihm zu extrahieren. Dadurch wird eine Barriere geschaffen, die der Arter nicht durchdringen kann. Außerdem regenerierst du dein Licht. Der Arter. Genau noch. Okay. Über Licht trinken. So, nochmal. Sorry. Arter. In der Unwelt gibt es ein Wesen, das dich ständig verfolgt. Den Arter, hüte dich vor ihm. Ah ja. Mit Gebet kannst du weniger sichtbar für den Arter werden. Du kannst dich in den gefundenen Verstecken von seinen tödlichen Blicken verbergen. Ja.
Strahl, oder was? Ihr hättet mir die Maske verkaufen sollen. Wahrscheinlich so ein bisschen wie das Denkarium oder so ein bisschen das innere Intellektuelle bei Sherlock Holmes. So. Brut des Arthas. Einige Inseln in der Welt werden von der Brut des Arthas kontrolliert. Die aus Dunkelheit bestehenden Phantome greifen dich an, wenn du ihnen in die Quere kommst. Das Gebet hilft dir, ihnen auszuweichen. Okay. Aber nicht so schwierig. Euer Amulett hat euch verraten. Heiligtum. Geh dich zum Heiligtum, nachdem du alle Splitter gesammelt hast. Dort wirst du deine Vision des Heiligtums erleben. Aha. Jetzt wieder weg, oder was? Ihr hättet mir die Maske und das Kostüm verkaufen sollen, als ich nett gefragt habe, Hexe. Ihr fragt euch sicher, woher ich wusste, dass ihr eine Hexe seid, was? Euer Amulett hat euch verraten. Wir werden uns wiedersehen. Das glaube ich nicht. Leb wohl, Freund. Jetzt haben wir gesehen, also was wirklich passiert ist. Ja, warum muss man das so mühsam machen? Okay. Gut, die Visionen sollen ihren Preis kosten, aber wenn das immer dasselbe ist, ist das dann irgendwann auch ein bisschen öde, aber gut. Einen neuen Tagebucheintrag. Okay. Wie sonst noch? So, dass überhaupt alles gut sein soll. Hexenamulett. Hm. Ja. Ich brauche Wein. Die Unwelt hat mir Lebenskraft geraubt, wie immer. Aber erst muss ich mit dem Händler sprechen. Verdammte Krämer hat gelogen. Er hat die Maske nicht gekauft. Aus der Weg!
Ihr habt das Kostüm des fidelen Scharfrichters nicht gekauft. Ihr habt es von der alten Frau, die ihr auf dem Scheiterhaufen verbrannt habt. Woher wisst ihr das alles? Man kann die Wahrheit nicht vor einem Inquisitor verbergen. Habt ihr das nicht gewusst? Genau. Vergebt mir, Meister. Ich wollte nicht von meinen Kunden darüber sprechen. Sie würden meine Waren nicht kaufen, wüssten Sie, dass sie eine Hexe war. Eine echte Hexe. Ich habe Gutes getan, als ich sie tötete. Ihr hättet genauso gehandelt. Keine Ahnung, was hat das Amulett jetzt für eine Rolle? Ich nehme es auch. Vielleicht gibt ihr mir das. Gebt mir ihr Alraunen-Amulett zurück. Keine Ahnung, wir nehmen mal D. Der das hat uns nicht ins Handwerk gefuscht. Nur Inquisitoren dürfen Menschen zum Scheiterhaufen verurteilen. Genau, wenn einer lyncht, sind wir das. Das nur nach einer gründlichen Ermittlung. Ihr seid kein Inquisitor, oder? Wachen! Oh. Ja, Meister? Hey, nehmt den Typ mit. Der Händler hat ein Vorrecht des Inquisitors verletzt. Bringt ihn ins Verlies. Lasst mich! Ich habe nichts Unrechtes getan! Genau, Frauen verbrennen es normal. Die verdammten Hände von meinem Vater, ihr Schurken! Ach, der schon wieder. Der Bengel hat den Hund gequält. Stellt ihn den ganzen Tag an den Pranger. Lasst die Kinder Pferdemist nach ihm werfen. Das wird den Lehren, Tiere mit Respekt zu behandeln. Mit Vergnügen, Meister. So, heute sind wir nicht gut drauf, Freunde. Der hat echt einen scheiß Tag. Was ist mit dem Stand? Ach, scheiß auf den Stand, es taugt sowieso nichts. Im Namen des heiligen Offiziums beschlagnahme ich hiermit die Ware, um die Kosten eures Prozesses zu decken. Was hat mir der Teppich gefallen? Schließt diesen lausigen Stand, sobald er eingesperrt ist. Außer die Leute stehlen bis dahin alles. Nein. Also Leute, beklaut ihn. Das ist alles, was ich habe. Richtig gelangweilt. Jetzt, wo das geklärt ist, könnte ich etwas Wein gebrauchen. Genau. So, der ist weggesperrt. Wir können uns jetzt die Hucke voll saufen. Alter Falter, okay. Gibt's denn hier mal was zu trinken? Gut, die sind alle besoffen, aber wo haben die das Zeug? Oh, guten Stoff. Und der da wieder. So. Gibt der mal was zu trinken? Ist euer Wein gut oder ist das die übliche Pferdepisse hier? Ist euer Wein gut? Feinster rheinischer Jahrgang, Meister Inquisitor. Ich hab eben schon mal gesehen, süß Typ, oder? Wie der Körper einer Jungfrau und stark obendrein. Du hast noch nie Wein aus dem Rheinland getrunken, mein Freund. Sicher, dass er nicht verdünnt ist? Und er ist auch nicht verdünnt? Bei den Nägeln und Dornen würde ich köstlichen rheinischen Wein mit Wasser mischen? Das wäre ja kriminell. Genau. Würde ich mir die Hand abhacken. Darauf komme ich später nochmal zurück, wahrscheinlich. Okay. Ja, und jetzt? Okay. Boah, das ist so richtig das sympathisch. Das macht dann 5 Silberengel. Das ist ein wahrhaft edles Getränk. Die ganze Stadt. Also nehmt 6. Das heilige Offizium zahlt. Außerdem haben wir gerade den Teppichhändler verurteilt. Da seid ihr genug Kohle. Habt ihr die Maske? Ach du grüne Meine. Beim Schwert des Herrn, das hatte ich ganz vergessen. Beim Schwert des Herrn, das hatte ich ganz vergessen. Männer, ihr habt bis morgen Zeit. Das muss ich aber noch echt jetzt mal überlegen. Jetzt kommt, bringt mich nach Hause. Auf dem Weg dorthin erzählt ihr mir, warum ihr nach Königstein geschickt wurdet. Das frage ich mich wenn auch. Wenn es kein Geheimnis ist. Es ist nicht. Es wird sowieso bald in aller Mund. Wo seid ihr, Mortimer? Ich brauche Gesellschaft. Die Alten sind hinterherlaufen, oder was? Nein. Was? Das heilige Offizium erfuhr von einem Vampir in der Stadt. Ich soll rausfinden, ob da was dran ist. Ein Vampir in Königstein? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Das heilige Offizium hört viel mehr als gewöhnliche Menschen.
Und wie habt ihr vor, ihn zu finden? Ich beginne mit den Gasthäusern. Höre mir die Gerüchte an, frage beim Personal und den Stammgästen nach. Frage, ob ihr eine Astoria könnt. Dann solltet ihr unbedingt in der Kessen Nixe vorbeischauen. Das ist das beliebteste Gasthaus der Stadt. Jetzt geh weg, der Mensch. Der Gastwirt weiß sehr wahrscheinlich alles, was in Königstein so vor sich geht. Oh Gott, ist dieser Name arschig. Laufen wir überhaupt hier rum? Geht's? Hallo? Wer führt denn jetzt hier? Nee, was ist denn jetzt? Was denn das für Vögel? Lasst uns verschwinden. Bleibt hinter mir! So, ich habe gerade einen von ihren Kollegen gekillt, aber die haben anscheinend immer noch Motivation. Sehr merkwürdig. Ja, das ist mal was. Das höre ich doch gern. Weg hier. Im Namen des Herrn, alles niedermetzeln. Jawohl. Lass Blut fließen für Christus. Wir danken euch für eure Hilfe. Jesus Maria. Ihr kamt gerade rechtzeitig. Gott wollte es so. Wer waren die Angreifer? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen von ihnen erkannt. Da gibt es wahrscheinlich normalerweise nicht mit Pöbel. Den erkenne ich vom Hafen. Gehörte wohl zu dieser Bande. Diese Bande, okay. Wir haben euch gesucht, Herrin. Der Kardinal wünscht, euch in der Kathedrale zu sehen. Wer bist du? Wer seid ihr? Sagt es mir. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesseron. Verzeiht die Aufdringlichkeit, Meister Madadin. Willkommen in Königstein. Ich werde den Kardinal unterrichten. Mach das, Glatzkopf. Seine Eminenz ist zurzeit beschäftigt, aber er wird gewiss später mit euch reden wollen. Kommt zur Kathedrale zwischen dem ersten und zweiten Läuten der Glocken zur Vesper. Das ist die Zeit, in der der Kardinal zu den Gläubigen spricht. Kümmert euch nicht um die Leichen dieser Schurken. Die Stadtwächter werden sich ihrer entledigen. Sagt dem Kardinal, ich werde da sein. Werfen oder Würstchen draus machen, okay. Bitte verzeiht meine Schroffheit, Mortimer. Dieser Überfall hat mich aus der Fassung gebracht. Leider muss ich euch verlassen. Ja, die Pflicht, wie schade. Wir sehen uns morgen beim Mummenschanz. Welche Pflicht? Du vielleicht arbeitest im Laufhaus irgendwo, ich weiß nicht. Dann arbeitet sie für den Kardinal. Ach so. Gut zu wissen. Na, das könnte alles bedeuten, dass die für den Kardinal arbeitet. Untersuche die Leichen, Angreifer. Oh. Der faulige Fischgestank. Der kleine Dieb hat genauso gestunken. Vielleicht arbeitet er für sie. Der Soldat des Kardinals erwähnte eine Bande im Hafen. Wenn ich ihr Versteck finde, kriege ich mein Schersken vielleicht zurück. Was soll schon schiefgehen? So, gucken wir mal. Was müssen wir dann hier noch machen? Schersken. Der Vampir. Den haben wir noch nicht gesehen. Interessanterweise sind die gezeichnet besser als in echt hier. Amelia, das sieht wirklich bedeutend besser aus. Der Sohn des Händlers, der Arthur, Freund, das sieht auch besser aus. Soldat des Kardinals. Okay. So, was haben wir jetzt? Gehe zum Hafen. Also ja gut, so geht das dann also weiter. Wir könnten dann noch mit dem Kardinal sprechen und so weiter, aber den will ich mir jetzt auch noch mal angucken. Also alles in allem, ja, es ist schon, das hat nette Ideen, das ganze Spiel, muss man sagen, ja. Aber teilweise ist es so absolut miserabel umgesetzt.
Puh, also grafisch weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen viel gewollt und nicht gekonnt. Das ist als ganz grausam teilweise. Die 3D-Modelle, die Figuren, die wabbeln alle so hin und her, die Gesichter explodieren bald. Das ist auch, also jetzt nichts gegen die Sprecher persönlich, aber das ist teilweise unpassend. Und auch Mortimer, der redet wie langweilig, wie so ein Nachrichtensprecher, so völlig emotionslos. Die Gesichter sind so gut wie gar nicht animiert. Das ist, also die Stadt, okay, das sieht gar nicht so übel aus. Ja, es geht so. Also, wie so ein älteres PlayStation-Spiel teilweise. Innen, das war ganz gut. Ich denke mal, die Kathedrale habe ich auch schon mal in einem Video gesehen im Trailer. Die sieht auch ganz gut aus. Aber dann die Gesichter, dann wieder, wenn ich den Kardinal sehe und dem seine, ja, Visage explodiert dann bald beim Reden. Nee, das kann ich mir nicht antun, ganz ehrlich gesagt. Also, hier sind zwar nette Ideen dabei, aber ich weiß nicht, ob das nicht... Also, man hat ja jetzt schon teilweise... Okay, man möchte ein bisschen wissen, wie es weitergeht, aber manche Sachen... Das langweilt halt jetzt schon irgendwie. Puh. Also, da kommt jetzt auch nicht so ein richtiger Spannungsbogen auf und wo das Ganze hin soll. Wir sollen mit einem Vampir ermitteln, der hat aber anscheinend überhaupt nichts jetzt bisher irgendwas mit was zu tun gehabt. Wir laufen einfach über den Jahrmarkt. Ich weiß es nicht. Also... Das mit dem alternativen Christentum hier, das ist ja ganz interessant, kann aber irgendwann auch nerven. Also alles in allem, also weiß ich nicht, was Calypso da gemacht hat, so mit den Entwicklern hier. Okay, das ist ihr Erstlingswerk, das ist ein kleines Studio gewesen, gut. Aber vielleicht hätte man ihn noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen sollen, was so die Grafik und die Animation der Figuren angeht. Auch bei der Auswahl der Sprecher, okay, da war ein kleines Budget, aber teilweise passt das nun überhaupt nicht. Also, also, bei einem Rollenspiel ist natürlich die Geschichte wichtig, aber auch so ein bisschen Immersion. Wenn ich das schon sehe, hier gerade dieses Pferd, das versucht gerade zu kotzen, glaube ich, das sagt irgendwie schon so ein bisschen alles. Also, also wenn es wirklich spannend inszeniert ist, das Ganze, und man möchte wissen, wie es weitergeht, okay, da muss man allerdings einiges ertragen und über einige Dinge wegschauen. Auch diese Quicktime-Geschichten, dauernd drücke E, drücke S, was soll das? Also das finde ich teilweise ein bisschen überflüssig. Okay, um hier irgendwo ein bisschen Action noch ein bisschen zu verbessern oder so, kann man vielleicht da hin und da mal sowas einstreuen, aber sowas, finde ich, sollte man sehr sparsam machen, wenn überhaupt. Und nicht bei jeder Geschichte irgendwie, wo, für was für einen Sinn soll das machen? Ich finde sowas eher störend, gerade wenn man eine Geschichte erzählen will, wird man eigentlich permanent unterbrochen, wenn man irgendwelche Knöpfchen drücken muss. Also die Steuerung finde ich merkwürdig ein bisschen. Ebenso auch die Figuren, also diese Wachen sind 60.000 Mal geklont, auch andere. Klar, man kann nicht 5.000 Charaktermodelle machen jetzt hier, so verstehe ich durchaus auch, aber mindestens mal vielleicht mehr als einen oder zwei. Das ist ja furchtbar. Also, und das Spiel, ich meine, das soll jetzt auch 40 Euro kosten. Es gibt eine Deluxe-Version von 50. Das macht für mich eher so einen Eindruck wie so ein Early-Access-Spiel für 20 Euro. Und ganz ehrlich, würde ich dafür auch nicht mehr ausgeben wollen. Also nur um die Geschichte weiterzusehen. Und man kann sich auch ein bisschen lustig drüber machen, wie es gemacht ist teilweise, aber... Das macht mir mit der Zeit dann die Laune ein bisschen kaputt, weil ich kann das nicht ernst nehmen, wenn das so aussieht. Also ich brauche schon so ein bisschen Immersion. Man kann über manche Sachen hinwegsehen, wenn die Story gut ist und einen fesselt oder so, aber die hat mich leider überhaupt nicht gefesselt, weil auch die Hauptfigur mich schon so komplett abturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass sie den so völlig emotionslos mit steinerner Miene und mit einem Sprecher, der einfach nur so langsam emotionslos vor sich hinplappert, gemacht haben. Das als Stilmittel sein soll oder ob es einfach nur dilettantisch ist. Ich weiß es nicht. Also, ich denke mal, von der Vorlage her hat man wahrscheinlich hier Potenzial. Auch von der Idee her, sich hier sowas zu machen. Okay, Respekt ist mal was anderes so irgendwie, aber so Detektivspiele im Mittelalter gibt es auch nicht so. Oder im Spät, oder wir sind eigentlich in der Frühneuzeit hier so eher. Aber die Umsetzung, also da hätte vielleicht Calypso als Publisher... ein bisschen mehr machen müssen vielleicht, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht haben sie es auch und es war vorher noch schlimmer aus. Also für das Geld würde ich ganz ehrlich sagen, man kann dem Spiel ja durchaus eine Chance geben, aber nicht für 50 Euro. Also wenn ich dann sehe, was zum Beispiel jetzt mal, das ist ein ganz anderes Genre natürlich, Dave the Diver, was das kostet,
das ist super billig, das Spiel, und macht so viel Spaß oder so viel drin. Das ist also, da gebe ich gerne 20, 30 Euro aus und im Sale kriegst du sie noch für weniger und du hast so viel Spaß damit. Aber auch andere Spiele, die einfach eine gute Story erzählen können, die weniger kosten oder gleich viel und du hast dann 100 Stunden, 200 Stunden Story. Und hier willst du das nicht so lange aushalten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also das kann man sich mal im Sale antun vielleicht, wenn es wirklich runtergesetzt ist. Und mal so aus Spaß mal gucken, wo geht die Story hin. So das mit dieser Zwischenwelt, das finde ich auch ganz interessant. Aber wenn man das immer und immer und immer wieder machen muss und immer dasselbe ist, dann nervt das irgendwann auch. Das kann man ein, zwei Mal machen, so als Besonderes. Aber irgendwann finde ich das dann nervig. Also so etwas Ähnliches hat man auch schon bei Hogwarts Legacy. Da haben wir, glaube ich, gegen den Tod so einen Wettlauf gemacht und mussten uns vor dem verstecken. Das war auch cool gemacht, war alles in Schwarz-Weiß. War mal ganz was anderes, das reißt dann aus den normalen Spielen raus und gibt dann nochmal eine ganz andere Perspektive und so. Aber bei den Sherlock-Holmes-Spielen haben wir so Geschichten ja auch ein bisschen, wo man ja ins Innere geht und logische Schlüsse ziehen kann. Da ist man in so einer anderen Welt. Aber dass man die dann so gestaltet, wofür, vor allem, was hat das überhaupt für eine Bedeutung? Man weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Puh, vielleicht wird es im Laufe des Spiels erklärt, aber ich weiß nicht, ob ich mir das antun wollte. Aber gut, jeder hat so seinen Geschmack und seine Meinung. Wie gesagt, die Geschichte mag gut sein, aber so ein bisschen Immersion gehört schon dazu. Und wenn ich allein in diese Gesichter dann sehen muss, die so entweder tot oder total verzogen mich dann angucken. Hui, also da muss man schon so viele Augen zudrücken und so viel habe ich gar nicht. Ja, das war der Inquisitor. Ja, mal gucken. Zumindest ist es ganz lustig, dass man hier mal ein bisschen richtig fies sein darf und die Leute mal verprügelt. Aber das füllt jetzt für mich auch nicht den ganzen Abend, muss ich sagen. Also, dafür ist es dann wieder irgendwie zu... Die nehmen sich dann das Ganze dann auch wieder zu ernst. Also, von daher... Ja, was ist eure Meinung zu dem Spiel und zu dieser Demo? Die könnt ihr natürlich auch selber kostenlos runterladen bei Steam. Wir haben ja das Steam Next Fest, aber... ja, macht einfach selber mal weiter. Guckt euch das mal an. Vielleicht findet ihr es ja witzig und möchtet das gerne weiterspielen. Für mich wäre das nichts, ganz ehrlich gesagt. Das ist mir einfach... zu furchtbar, aber wie gesagt, Schmecker sind verschieden. Ob die Story jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Ich kenne das Buch jetzt nicht. Die Idee ist gut, aber eine Story allein reicht ja auch nicht, weil man muss auch umsetzen können. Und hier sieht es ein bisschen schwierig aus. Aber ja, trotz allem, lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das hier irgendwie gefallen hat. Oder vielleicht auch ein Abo, falls ihr es nicht gemacht habt. Und schreibt mir auch, wie gesagt, gerne eure Meinung zu dem Inquisitor hier in die Kommentare. Vielleicht sehe ich das auch ganz falsch. Kann auch sein, wie gesagt, das ist nur mein Empfinden und mein Geschmack, den ich hier wiedergebe. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal vielleicht und bye bye.